Schönen guten Abend, willkommen auf OE24TV zu unserem letzten Sommergespräch mit dem FPÖ-Clubobmann und Parteivorsitzenden Herbert Kickl. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Und mit mir durch dieses Sommergespräch führt wieder OE24-Politik-Chefredakteurin Isabel Dani. Hallo. Herr Clubobmann, ich würde gerne beginnen mit der heutigen Sondersitzung, die es im Nationalrat gab. Die Regierung hat in der Früh, kurz bevor diese Sondersitzung begonnen hat, oder eigentlich sogar zeitgleich, ein Antiteuerungspaket präsentiert. Haben Ihnen der Kanzler und der Vizekanzler da ein bisschen die Show gestohlen heute? Ich glaube, das war in gewisser Weise eine Flucht nach vorne. Eines hat ja die Regierung auch bemerkt, dass man in dieser Art und Weise nicht mehr weitermachen kann, dass der Bevölkerung in ganz, ganz weiten Teilen das Teuerungswasser mehr als bis zum Hals steht und dass man mit diesen Durchhalteparolen Zähne zusammenbeißen oder wie ich es von ÖVP-Politikern schon gehört habe, dass die Leute sich das nicht alles einbilden sollen, dass man damit nicht weiterkommt. Es hat sich zumindest ein bisschen was bewegt, aber eigentlich ist ja nicht mehr herausgekommen als eine Ankündigung für das Jahr 2024. Naja, jetzt haben wir August 23, also das ist noch eine sehr, sehr lange Zeit und die Leute führen diesen Überlebenskampf ja täglich. Das ist ohnehin traurig genug, dass nach einer Verzögerungszeit von mehr als einem Jahr jetzt ein Vorschlag kommt fürs Nächste. Da weiß man dann eh schon, in welchem Zustand die Bundesregierung insgesamt ist. Sie haben es jetzt zu Recht angesprochen, das weiß man schon länger, dass die Leute unter der Teuerung leiden. Gerade auch Mieten war immer ein großes Problem. Es gab ja auch mehrere Mieterhöhungen in den letzten 18 Monaten. Da war aber eigentlich Ihre Partei auch immer gegen eine Mietbremse oder zumindest führende Vertreter Ihrer Partei. Dominik Knepp hat mir hier wiederholt erklärt, warum. Da haben Sie dann die schon vor Monaten stattgefundene Pressekonferenz mit unserem Wohnbausprecher, mit Philipp Schrangl, ein oberösterreichischer Abgeordneter, nicht verfolgt. Wir haben dort genau diesen Pflock eingeschlagen, der jetzt mit ein paar Monaten Verzögerung auch offenbar im Programm der Österreichischen Volkspartei gelandet ist. Das ist ja nichts Neues, nicht? Also die Österreichische Volkspartei, das sind so ein bisschen die Chinesen der Politik. Wenn sie irgendwo etwas sehen, was ihnen gefällt, dann wird das nachgemacht und nachgebaut. Meistens halt in einer Billigsdorfer Variante in minderer Qualität und das merken die Leute ja auch nicht. Also wenn ich um die gleiche Stimme das Original bekommen kann oder eine billige Kopie, dann greife ich doch zum Original. Bei Herr Kickl, was würden Sie bei den Mieten machen? Weil wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie ja der Meinung, das kommt zu spät und schauen wir mal, was das überhaupt ist. Also was würden Sie machen, wenn Sie in Charge wären? Ja, wir haben ja jetzt die dramatische Situation, dass wir seit dem Jahr 22 in Wahrheit in den wesentlichen Bereichen der Mieten eine Erhöhung von 25% haben. Und das geht ja munter weiter, wenn man hier nicht eingreift. Und das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, es braucht hier ein Aussetzen der Mieterhöhungen, also ein komplettes Einfrieren der Mieten bis zum Jahr 2026, weil ich auch nicht damit rechne, dass sich diese ganze Teuerungssituation jetzt in Windeseile entschärfen wird. Das wird ja so weitergehen, auch wenn uns die Regierung versucht, hier etwas anderes einzureden. Das heißt, man muss hier diesen Deckel draufgeben und ich glaube, dass es dann auch notwendig sein wird, in weiterer Folge diese Anpassung an die Inflation dahingehend zu überdenken, als dass dieser Warenkorb sich ja aus Dingen zusammensetzt, die für den Vermieter gar nicht relevant sind. Ja, da wird man also wahrscheinlich abspecken müssen und eine andere Berechnungsmethode finden. Und es kommt alles sehr, sehr spät. Ja, wir haben das schon seit längerem auch gefordert und wir haben uns das ja nicht aus den Fingern gesagt, sondern wir haben ja geschaut, wo gibt es das schon? Und da gibt es ja viele, viele andere Länder, die das machen. Das machen die Spanier, das machen die Portugiesen, das machen sogar die Schweizer. Also das machen Länder, die eine viel, viel niedrigere Inflationsbelastung haben als Österreich. Und ich denke, dass es deswegen notwendig ist. Wir würden aber auch noch etwas Zweites, und das ist mir auch wichtig, forcieren wollen. Und das ist der gesamte Bereich des gemeinnützigen Wohnbaus. Der liegt ja brach. Und damit entsteht der günstige Wohnraum nicht, den die Bevölkerung aber braucht. Und der entsteht deshalb nicht, weil natürlich auch durch diese Teuerung die Baumaterialien teurer werden, der Transport wird teurer, die Arbeitszeit wird teurer und damit erliegt die Bautätigkeit. Und da kommen wir im nächsten Jahr in eine ganz, ganz schwierige Phase, auch für das gesamte Baunebengewerbe etc.
Und deshalb ist es aus unserer Sicht hier notwendig, neben den Mitteln, die hier auf Landesebene für diesen Bereich zur Verfügung gestellt werden, von Bundesebene hier hinein zu investieren und auch ein altes Modell, das es gegeben hat, die sogenannte Wohnbauinvestitionsbank, wieder zu beleben. Das heißt nichts anderes, als dass die Bauträger hier günstige Kredite bekommen, nämlich vom Staat, und damit nicht diesem Zinsspiel am freien Markt ausgesetzt sind. Das ist notwendig, damit die Leute Wohnraum und Eigentum schaffen können, weil Eigentum ist Freiheit und das ist uns ganz wichtig, wir sind die Freiheitliche Partei. Apropos Preisdeckel, wo würden Sie denn eigentlich noch in den Markt eingreifen, jetzt abseits von den Mieten, wo bräuchte es Ihrer Meinung nach noch Preisdeckel, in welchen Bereichen? Wir haben das ja schon lange auch in unseren Paketen zum Ausdruck gebracht und gefordert und sind hier immer auf vehemente Ablehnung gestoßen. Es ist einfach notwendig, dort einzugreifen, wo die Belastung für die kleinen und mittleren Verdiener im alltäglichen Leben am höchsten ist. Das ist natürlich das, was man jetzt für den Wohnraum ausgibt. Das ist die eine Sache. Im Bereich Wohnen spielen immer auch die Gebühren rund ums Wohnen eine große Rolle. Wir sind ja zum Beispiel in Wien auch in einer Situation, dass teilweise die Gebühren schon höher sind als die Nettomiete. Also alles, was man zusätzlich bezahlt. Auch hier müsste man einen Deckel einführen. Und natürlich bei den anderen Dingen, die essentiell zum Leben sind. Dazu gehört die Energie und dazu gehören die Grundnahrungsmittel. Und das heißt, schwingen Sie auch bei den Lebensmitteln, würden Sie einen Preis decken? Ja, und das ist nicht etwas, was wir wollen aus Prinzip, ja, sondern das ist eine Notwehrmaßnahme. Das ist eine Schutzmaßnahme für die Bevölkerung in einer ganz, ganz schwierigen Situation, in die wir gekommen sind, weil diese Bundesregierung im Verbund mit anderen Regierungen der Europäischen Union und übergeordneten Institutionen uns insgesamt in eine Situation hineingebracht hat, durch die Sanktionen, durch diesen Wirtschaftskrieg, durch eine völlig verfehlte Lockdown-Politik, durch einen übers Knie gebrochenen Ökokommunismus, wo man ja daraufhin Politik macht, dass Energie teurer wird. Das ist ja gewollt, ja. Und das alles bringt die Bevölkerung in eine Notsituation. Und da muss man helfen, aber man muss gleichzeitig, und da unterscheiden wir uns von allen anderen Parteien, diese negativen Ursachen ausschalten. Das will ja niemand hören, weil da haben sie alle Butter am Kopf. Die sind ja dafür verantwortlich, dass es den Leuten so schlecht geht. Aber für die Leute aktiv oder aktuell wichtig ist, dass es Entlastungen gibt. Ja, aber Frau Daniel, aber eines ist auch wichtig. Man muss den Leuten sagen, das halten wir nicht auf Dauer durch. Nicht? Also wir können jetzt da Geld ausgeben, um den Menschen das Überleben zu ermöglichen. Aber Geld ist auch eine endliche Ressource, nicht? Auch wenn die Marxisten das nicht wahrhaben wollen. Und deshalb ist es so notwendig zu sagen, wir müssen auch die Ursache abstellen. Also wenn Sie einen Patienten erst versorgen bei einem Lawinenunfall, dann müssen Sie das tun, aber dann müssen Sie den Patienten aus der Gefahrenzone, den Verunfallten, herausholen. Und genau so ist es. Wir müssen die Republik aus dieser Gefahrenzone herausholen. Das heißt, heraus aus diesen Wirtschaftssanktionen und heraus aus diesem übers Knie gebrochenen Ökokommunismus, der Milliarden kostet und für das Weltklima genau 0, gar nichts ändert. Gut, über die Ursachen gibt es natürlich auch unterschiedliche Interpretationen, aber so sei es. Sie sind aber in den Inhalten weitgehend mit eigentlich der Sozialdemokratie einig. Also sowohl was Lebensmittel angeht, als Energie angeht. Sie wollen es zeitlich begrenzter wahrscheinlich als die SPÖ. Aber grundsätzlich kann die FPÖ in ihrer jetzigen Form eigentlich überhaupt beim Thema Soziales punkten, weil so wirklich assoziieren tut man die Freiheitlichen derzeit nicht mit Sozialpolitik. Also das wundert mich ein wenig, denn wenn Sie sich gerade im Zusammenhang mit den Analysen über die sehr stabile, gute Umfragesituation der Freiheitlichen Partei, wenn Sie da genauer hineingehört haben, dann werden Sie überall sehen, dass wir auch im Bereich Teuerung die höchste Glaubwürdigkeit haben. Und das ist deswegen so, weil die Menschen erkennen, dass wir die Einzigen sind, die die Ursachen ansprechen. Wenn Sie heute die Parlamentsdebatte verfolgt haben, dann kommt das bei den anderen nicht vor. Und das weiß doch jeder, der da zuschaut und der den Hausverstand mitbringt und weiß, wie das ist, dass man immer auch schauen muss, woher kommt das Problem. Ja? Ich kann ja dann Brand löschen, aber gleichzeitig auf der anderen Seite dafür sorgen, dass das Feuer immer wieder angefacht wird. Das macht keinen Sinn. Aber genau so agiert die Politik. Und hier gehen wir einen anderen Weg und die Menschen haben gesehen, ja, die Freiheitliche Partei hat schon bei Corona Recht behalten, gegen alle Unkenrufe. Und jetzt ist es auch so, und ich sage Ihnen das heute schon voraus, es wird auch bei der Teuerung so sein, es wird bei den Russland-Sanktionen so sein und es wird beim Ökokrieg
Kommunismus so sein, dass wir am Ende Recht behalten. Die anderen werden es dann nicht gewesen sein und der Milliardenschaden ist entstanden und die Bevölkerung muss die Suppe auslöffeln. Das wird das Ergebnis sein. Gut, da antwortet Ihnen der Bundeskanzler, dass Sie eigentlich sehr komplexe Fragen sehr einfach beantworten und eigentlich gar keine wirklichen Antworten geben, sondern Ängste schüren. Das hat er uns gestern im Sommergespräch gesagt. Das finde ich total interessant. Also wenn jemand sagt, dass der russische Angriffskrieg für unsere Inflation zuständig und verantwortlich ist, so wie es die ÖVP immer wieder tut, ja, dann ist das genau so eine einfache Antwort, die hinten und vorne nicht stimmt. Ja? Weil wenn das so wäre, dann müssen wir uns die Frage stellen, warum das bei allen anderen Angriffskriegen nicht so gewesen ist. Und wenn die Sanktionen, dieser Wirtschaftskrieg, in den man ein neutrales Land verantwortungslos hineintreibt, anstatt die eigene Bevölkerung zu schützen, wenn dieser Wirtschaftskrieg so alternativlos ist, warum hat es diese Sanktionen dann bei anderen Kriegen nicht gegeben? Ja? Die Amerikaner haben seit 44 Länder auf dieser Welt angegriffen. Immer natürlich im Namen des Guten, des Friedens und der Freiheit. Manche sogar mehrfach. Ja, es gibt Berichte des CIA selber, dass bei amerikanischen Drohnenangriffen 90% der Opfer die Zivilbevölkerung getroffen haben. Schätzungen gehen davon aus, dass die amerikanischen Kriege zwischen 30 und 50 Millionen Menschen das Leben gekostet haben. 500.000 Kinder sind im Irak verhungert aufgrund von amerikanischen Sanktionen. Warum ist man dort nicht mit... Aber sehen Sie, und das ist der Punkt, warum hat man dort nicht dieselben Maßstäbe zur Anwendung gebracht? Und da bin nicht ich derjenige, der einfache Antworten gibt, sondern da versucht sich ein Herr Nehammer und alle, die das begrüßen, mit einfachen Antworten drüber zu schwindeln. Aber trotzdem macht ein Unrecht, selbst wenn das alles so stimmt, wie Sie sagen, macht ein Unrecht das andere Unrecht wett? Ist damit der russische Angriffskrieg egal? Nein, der ist nicht egal. Der ist überhaupt nicht egal. Und das lasse ich mir auch von niemandem unterstellen, dass ich das jemals behauptet hätte. Aber was mich stört, ist diese Doppelmoral. Und eine Doppelmoral ist keine Moral. Ja? Dass man hier so tut, als wäre eine Sondersituation da, die einen völligen Ausnahmezustand rechtfertigt und bei Dingen, die sich genau gleich abspielen, gilt das alles nicht. Und das ist verlogen und das ist unehrlich. Und die Grünen, und das muss man ja dazu sagen, die Grünen waren das ja clever. Die haben das erkannt und die haben das jetzt dafür benutzt, um ihren Ökokommunismus voranzutreiben. Weil das war jetzt eine günstige Gelegenheit, auch nach dem Öl und der Kohle auch noch das Gas zu verteufeln. Ja? Und damit machen die einen weiteren Vorstoß bei dieser verrückten Vorstellung, da in Zukunft den gesamten Energiebedarf mit Photovoltaik und Windrädern abzudecken. Das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. Aber Herr Kickl, da möchte ich jetzt schon noch einhaken. Sie verurteilen diesen russischen Angriffskrieg. Ja, ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen soll. Ich verurteile jeden Angriffskrieg und ist ja auch das Vokabular schon verräterisch. In jedem Krieg ist einer der Angreifer und einer der Angegriffene. So gesehen ist jeder Krieg in gewisser Weise ein Angriffskrieg. Und ich erinnere mich, ich nehme mir diesen Luxus noch heraus, als österreichischer Politiker sagen zu dürfen, ich bin Politiker eines neutralen Landes. Ja? Und die Neutralität ist dafür gebaut, die eigene Bevölkerung unter den negativen Impact, wenn man so will, von internationalen Konflikten auf die eigene Bevölkerung gering zu halten, möglichst gering zu halten. Und das, was unsere Regierung macht, und die Scheinopposition gleich oben dazu, ist das gerade Gegenteil. Die lassen sich immer weiter hineinziehen und instrumentalisieren. Alle verfolgen ihre Interessen. Russland verfolgt seine Interessen, die Ukraine verfolgt ihre Interessen, die Amerikaner verfolgen ihre Interessen, nur Österreich verfolgt nicht die eigenen Interessen. Und das ist verrückt. Kommen wir noch einmal zurück zur Teuerung. Da würde ich gerne noch auf die Banken zu sprechen kommen. Sie haben da einen offenen Brief geschrieben an die Banken, wo Sie viele Dinge kritisiert haben. Würde mich interessieren, hat Ihnen eigentlich irgendein Bankdirektor darauf geantwortet? Nein, ich denke, die Herrschaften glauben, sie haben es nicht nötig. Nicht? Sie sitzen sowieso am längeren Ast. Wird sich zeigen, ob es dann wirklich so ist. Aber es ist gut, dass Sie das ansprechen, weil das war ja auch schon vor einigen Wochen, dass ich diesen Brief geschrieben habe. Einige Medien haben das dankenswerterweise aufgegriffen. Und ich habe das Gefühl, das war auch in der gesamten Banken- und Zinsdiskussion eine gewisse Initialzündung. Die Freiheitlichen geben das Thema vor und dann japsen alle anderen hinterher. Und ich freue mich, wenn wir diese Form der Anerkennung finden, dass die anderen sagen, ja, das ist eine gute Idee, die Freiheitlichen haben, da springen wir jetzt auch auf. Wollen wir doch gemeinsam für die Bevölkerung etwas erreichen?
Sie haben ja noch einen anderen Vorschlag gemacht, nämlich eine Nulllohnrunde für Politiker mit Monatsgehältern brutto ab 15.000 Euro. Das betrifft dann zum Beispiel alle Clubobleute. Das würde aber auch sämtliche Landesregierungsmitglieder und Co. betreffen. Haben Sie da eigentlich schon Ihre Kollegen in Salzburg und Oberösterreich davon überzeugen können? Ich habe ja was ganz anderes vor, Frau Daniel. Ich habe ja vor, hier einen Vorstoß auf Bundesebene zu unternehmen. Sie wissen ja, dass die Beschlussfassung über diese Materie immer am Ende des Jahres, meistens in der letzten Nationalratssitzung vor der Weihnachtspause auch stattfindet. Und jede Änderung und jeder Eingriff in dieses bestehende Pensionssystem, also in dieses Politikerbezügesystem, in diese Pyramide, benötigt ja eine Zweidrittelmehrheit. Ich werde also jetzt einen Vorstoß unternehmen und mich an den Chef der Österreichischen Volkspartei, der sich offenbar gar nicht mehr traut, seine eigenen Landeshauptleute zu fragen, und an den neuen Vorsitzenden der Sozialdemokratie einen Vorstoß in diese Richtung machen und sagen, machen wir doch gemeinsam ein Verfassungsgesetz, wo wir das festschreiben, dass es keine Erhöhung gibt für Gehälter von über 15.000 Euro, und zwar unabhängig davon, ob das auf Bundesebene ist oder auf Landesebene. Weil dann kommen die Herrschaften, die dort die Landeshauptleute sind, und die sind ja alle rot oder schwarz, in den Bundesländern gar nicht mehr in die Verlegenheit. Nein, wir sind ja nur Stellvertreter, nicht? Und das kriegen ja, aber auch mehr als 15.000 Euro. Aber das weiß ich. Schauen Sie, aber das ist ja genau das Problem, nicht? Also wir sind dort nicht die stärkere Partei. Und da gibt es natürlich einen Sachzwang auch in einer solchen Koalition, bei einer solchen Zusammenarbeit. Der Stärkere gibt dann halt auch den Ton an in solchen Fragen. Und ich weiß das selber aus meiner Zeit in der Bundesregierung als Innenminister, wo ich versucht habe, im Interesse der österreichischen Bevölkerung den Asylstandort Österreich zu deattraktivieren, wo ich gesagt habe, weg mit den Geldleistungen, hin zu Sachleistungen, Taschengeld zum Beispiel streichen für Asylwerber. Da war es dann die ÖVP als stärkerer Partner, die das nicht wollte. Und da habe ich gesehen, ne? Wahrscheinlich ist gescheiter und vernünftiger, um das umzusetzen, was die Österreicher haben wollen, wenn die Freiheitliche Partei eine Bundesregierung anführt. Und das ist ja jetzt auch das Ziel für die kommende Periode. Es könnten ja alle FPÖ-Politiker, die mehr als 15.000 Euro haben, auf ihre Gehaltserhöhung verzichten. Ja, ich glaube, das haben ohnehin alle gesagt, dass sie dann diesen Betrag dann auch spenden würden. Aber darum geht's ja nicht. Ne? Man bezieht ja nicht sein Gehalt, damit man dann irgendwo etwas spendet, sondern es geht in einer solchen Regelung darum, eine Solidarität mit einer leidgeprüften Bevölkerung zum Ausdruck zu bringen. Das ist es. Und das merke ich, das sagt mir mein Hausverstand und das sagt mir mein Gespür, dass das angebracht ist und dass das notwendig ist. Und ich glaube, es wird im Dezember noch notwendiger sein, weil es nämlich nicht besser werden wird. Weil kein Ende dieses Kriegs in Sicht ist, weil die deutsche Wirtschaft nach unten geht. Das wird einen negativen Einfluss auf die Entwicklungen in Österreich haben. Das heißt, die Not der Bevölkerung wird größer werden. Und dann möchte ich dort nicht im Nationalrat drinnen zu denjenigen gehören, die dann sagen, das ist uns alles wurscht und wir erhöhen uns selber die Gehälter. Das ist unanständig. Aber Herr Kickl, Sie könnten ja auch einen Beschluss für Ihre eigene Partei machen. Jetzt wissen wir beide, dass es unter Jörg Haider, dem damaligen FPÖ-Chef, ja eine Regelung für alle freiheitlichen Politiker gab, damals mit dieser maximal 60.000 Schillinge verdienen. Das war vor der Euro-Einführung. Sie könnten ja auch sowas für die FPÖ jetzt machen, inflationsbereinigt, also das umgerechnet Daniel, auf die jetzige Zeit. Ich fürchte, dass da das Gleiche passieren würde. Ich weiß nicht, ob Sie auch bei denjenigen waren, die das dann in der Luft zerrissen haben, weil sie gesagt haben, das glauben wir euch sowieso nicht. Da machen wir schon eine ordentliche gesetzliche Regelung. Und ich gehe ja davon aus, nachdem jetzt die ÖVP und die SPÖ auch in anderen Bereichen freiheitliche Vorschläge der Reihe nach übernehmen, dass das auch noch bei der Gehaltsbeschränkung so sein wird. Weil das kann man ja keinem Menschen erklären, dass jemand, der auf Bundesebene quasi jetzt zu den Spitzenverdienern gehört, eine Nulllohnrunde haben soll und dann auf Landesebene die gleich viel verdienen, aber weniger Verantwortung haben, die nicht. Das ist ja überhaupt nicht logisch. Und ich glaube, da wird die Vernunft schon noch einkehren. Vielleicht helfen ein paar Umfragen dann auch noch nach. Kommen wir noch zu einem weiteren Thema, und zwar zum Thema Asyl und Migration. Jetzt sind die Asylzahlen in Österreich verglichen zum Vorjahr stark rückläufig, während wir in anderen... Noch höher geht es ja fast nicht mehr als letztes Jahr. Ne? Ja, aber sie sind deutlich rückläufig zum Vorjahr. Kommt Ihnen damit nicht ein bisschen das Lieblingsthema abhanden? Also ich verstehe ja
den Innenminister nicht, dass der jetzt angesichts der Zahlen, die er da bis Juli vorzuweisen hat, in eine derartige Selbstzufriedenheit verfällt. Nicht? Also bis Anfang Juli, glaube ich, waren es jetzt 28.500. Jetzt schaue ich einmal, wie viele Asylanträge ich gehabt habe, als ich Innenminister war, 2018, 2019. Da waren es in beiden Jahren zusammen weniger, als er jetzt bis zum Juli dieses Jahres hat. Dem hält ja. Die ÖVP immer entgegen, dass mehr Leute in der Grundversicherung waren. Bei Ihnen. Ja, aber warum? Na, danke, dass Sie das ansprechen. Ich habe ja alle diese Leute in der Grundversorgung geerbt von meinen ÖVP-Vorgängern im Innenministerium, die alle diese Leute hereingelassen haben. Ich habe ja so einen riesigen Rucksack umhängen gehabt, ja, mit einer Vorbelastung durch dieses Versagen der ÖVP im gesamten Asylbereich. Also wie gesagt, ich verstehe diese Zufriedenheit nicht und ich verstehe es auch deshalb nicht, weil ja damals im Jahr 2016 nach dieser Katastrophe 2015 sich die Roten und die Schwarzen in der Bundesregierung und alle Landeshauptleute zusammengesetzt haben und einen großen Asylplan für Österreich gemacht haben, eine Vereinbarung. Und in dieser Vereinbarung sind Asylobergrenzen definiert. Und die Asylobergrenze für das Jahr, glaube ich, 2016 waren 37.500 und das geht dann sukzessive hinunter. Und im Jahr 2019 hätte man eine Asylobergrenze von 25.000 gehabt. Sie kennen das, das ist dann so ähnlich wie diese Obergrenzen bei der Spitalsbelegung, bei den Intensivbetten, mit denen man da die Bevölkerung bei Corona traktiert hat, um dann den Notstand auszurufen. Und sowas Ähnliches hat es dort gegeben und hat gesagt, und wenn diese Obergrenze überschritten wird, dann ist das Asylsystem in Österreich überlastet. Jetzt sind wir schon wieder über dieser Obergrenze und das erst bis zum Juli. Und im letzten Jahr war es ja auch so, voriges Jahr, wo wir diese Horrorzahlen gehabt haben, dass der wirkliche Anstieg dann erst im zweiten Halbjahr gekommen ist. Also da ist überhaupt kein Grund zur Entwarnung. Und noch etwas ist mir wichtig. Wenn wir jetzt ein bisschen rückläufige Zahlen haben, ja, dann kann man doch als Bundesregierung nicht so verrückt sein und auf europäischer Ebene der Flüchtlingsverteilung quer über Europa zustimmen. Die ÖVP hat hier ein zentrales Versprechen gebrochen. Es gibt unzählige Aussagen von Nehammer, von Karner, von Edstadler, dass es mit der ÖVP keine Flüchtlingsverteilung auf andere Länder geben wird. Beim letzten Innenministertreffen hat Herr Karner genau dem zugestimmt. Und wenn jetzt in Italien die Flüchtlingsmassen daherkommen, weil es einen windigen Vertrag mit den Nordafrikanern, mit Tunesien gibt, na, dann kriegen wir die durch die Hintertür wieder herein. Das ist doch alles ein Ballerwatsch, was da aufgeführt wird und überhaupt kein Grund zur Zufriedenheit. Ganz im Gegenteil, da muss man alarmiert sein. Grundsätzlich gibt es ja schon Pro-Kopf-Schlüsselaufteilungen und da ja, Österreich übererfüllt, aber Frau Daniel, wir dann niemanden aufnehmen. Na, Moment einmal. Erstens einmal waren immer pro Kopf und die Wirtschaftsleistung und alle diese Komponenten, das hat die ÖVP ganz genau gewusst, wo sie gesagt hat, dass das kein Modell ist für Österreich, dass das ein Blödsinn ist, dass das mit ihr nicht in Frage kommt. Ja, vor ein paar Monaten war plötzlich alles anders, Karner hat dem zugestimmt. Ja. Und selbst wenn wir so jetzt die Zahlen nach unten bringen, dann kriegen wir sie von Italien oder von Spanien durch die Hintertür. Das ist die restriktive Asylpolitik der ÖVP, das ist ein Witz. Aber gehen wir ganz kurz weg von der Asylpolitik. Sie wollen ja generell eine Festung Österreich. Also Sie wollen ja offenbar auch eine Nullzuwanderung haben. Ja, eine Nullquote bei neuen Asylanträgen. Das ist im Übrigen das. Ja, aber auch bei Zuwanderung ich rede von Asylanträgen und ich erkläre Ihnen auch warum. Und da bin ich jetzt ganz auf den Spuren dessen, was SPÖ und ÖVP im Jahr 2016 vereinbart haben. Die haben nämlich gesagt, wenn diese 25.000 erreicht sind, dann nehmen wir keinen Asylantrag mehr an. Und ich würde sagen, wir haben diese Quote so oft übererfüllt, ja, dass wir das gute Recht haben, keinen Asylantrag mehr in Österreich anzunehmen. Das meine ich damit. Und das ist ja auch logisch, weil jeder, der zu uns kommt und der nicht aus einem Flugzeug steigt, nach einem Direktflug oder mit dem Fallschirm über Österreich abspringt, und das sind die wenigsten, hat zumindest ein sicheres Land durchquert auf dem Weg nach Österreich, zumindest eines, und hätte in diesem Land einen Asylantrag stellen können. Aber qualifizierte Zuwanderung, zum Beispiel aufgrund des Arbeitskräftemangels, der eklatant ist, die gibt's ja. Das befürworten Sie oder nicht? Nein, noch einmal, das gibt es ja, und diese Möglichkeit... Ich weiß, dass es das gibt, Möglichkeit, aber sind Sie auch dafür? Diese Möglichkeit ist vorhanden, ja, und die muss man auch nutzen, wenn es jetzt einen Mangel gibt. Aber auch hier, das ist eine Sofortmaßnahme. Das ist etwas, wo wir einen Schaden versuchen, unmittelbar zu reparieren. Aber das kann kein langfristiges Konzept sein, weil uns das ja
ausliefert. Das liefert uns aus anderen Staaten, von denen wir diese Arbeitskräfte holen. Und jetzt hören wir im Energiebereich jeden Tag, gebetsmühlenartig, wie furchtbar das ist, wenn man irgendwo abhängig ist, ja, vom russischen Gas und von Ähnlichem. Aber bei den Arbeitskräften ist das dann plötzlich die Lösung. Also wir müssen in Österreich, das ist ein längerfristiges Projekt, eine gescheite Familienpolitik machen. Wir müssen schauen, dass wir im eigenen Land wieder genug Kinder haben, dass wir eine gescheite Ausbildung haben, dass die Leute was lernen. Also ich meine, rechnen, schreiben, lesen in der Grundschule und nicht gendern. Ja, zum Beispiel, damit sie dann am Arbeitsmarkt auch verwendbar sind. Und so müssen wir versuchen, diesen Arbeitskräftemangel in den Griff zu bekommen. Und etwas Zweites auch noch. Es gibt Länder, die sind ganz, ganz vorne mit dabei und haben so gut wie gar keine Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Und das ist Japan zum Beispiel. Ja? Nach der Theorie, dass man nur überleben kann, wenn man da vom Ausland her massenweise Arbeitskräfte holt, dürfte es Japan nicht mehr geben. Die haben etwas anderes gemacht. Die haben einen bestimmten Teil des Arbeitskräftemangels mit Technologie kompensiert. Und jetzt glaube ich nicht, dass die Österreicher blöder sind als die Japaner. Das könnten wir auch machen. Aber ich würde noch einmal einen Schritt zurückgehen zum Thema Asyl, weil Sie sagen, Sie wollen eine Nullquote beim Asyl, keine neuen Asylanträge. Wie wollen Sie das denn machen? Wollen Sie Zäune rund um Österreich aufstellen? Wie wollen Sie sicherstellen, dass niemand mehr nach Österreich kommt? Weil sobald die Menschen in Österreich sind, wird es teilweise schwierig, die wieder wegzubringen. Ja, schauen Sie, da kann man sich ein Vorbild nehmen am vielgescholtenen Viktor Orban. Der macht das ganz einfach. Moment einmal, er nimmt Dublin ernst. Das, was Orban macht, sagt, er ist nicht zuständig, weil die Leute, die zu ihm kommen, müssen ein anderes EU-Land zuerst betreten haben. Meistens ist es Griechenland. Ja. Die sind nach den Verträgen der Europäischen Union dafür zuständig. Oder die Rumänen oder die Bulgaren. Also er ist eigentlich der Einzige, der europäisches Recht einhält in diesem Bereich. Das muss man auch einmal sagen. Gut, aber der entscheidende Punkt ist, dass es für diese Leute nichts gibt. Keinen Anspruch auf gar nichts. Und sie werden sehen, wie schnell es dann geht, dass keiner mehr kommt. Das ist ja unser großes Problem. Der gedeckte Tisch, das ist der Anreiz, das ist der Magnet, die Geldleistungen, die es in Österreich gibt, deswegen wollen alle hierher oder nach Deutschland. Und wenn wir das abstellen und die Ungarn stellen das ab und die Slowaken stellen das ab und die Tschechen stellen das ab und ich weiß, dass die Bereitschaft dort dazu besteht, ich war ja Innenminister, habe ja mit den Leuten geredet, dann hört sich diese Völkerwanderung, wo es darum geht, sich wirtschaftlich zu verbessern, nach Europa in Windeseile auf, weil die Schlepper dann nichts mehr haben, was sie verkaufen können. Ja, dann bricht dieses Geschäftsmodell der organisierten Kriminalität zusammen und dann müssen die Leute dann immer im Mittelmeer ertrinken. Ich würde jetzt gern zu einem anderen Thema kommen, das in den letzten Tagen auch für einen gewissen, sagen wir, Wirbel gesorgt hat. Wie hat Ihnen denn dieses Video der FPÖ-Jugend gefallen? Ich glaube, Sie werden jetzt bald einen freundlichen Brief von der FPÖ-Jugend bekommen, wo sich die FPÖ-Jugend bei Ihnen bedankt für die Werbung und für die Promotion, die Sie da gemacht haben. Also, Ich weiß gar nicht, Sie waren ja auch dabei, das bei diesem Versuch da hier irgendetwas zu skandalisieren und haben von irgendeinem Schocker-Video oder was weiß ich was da die Diktion war, auf jeden Fall alles ganz fürchterlich gesprochen. Ich sehe das überhaupt nicht so. Also ich sehe dort junge Menschen, die sich miteinander beschäftigen, nicht irgendwo in der virtuellen Wirklichkeit nur mal miteinander verkehren. Ich sehe dort Leute, die einen positiven Zugang zur Heimat haben, die einen positiven Zugang zur Natur haben. Naturschutz ist ja auch eine Form von Heimatschutz. Ich sehe dort Leute, denen ihre eigene Kultur und ihre eigene Tradition etwas wert ist. Das finde ich großartig. Ich sehe dort keine vermummten Schlägertypen, wie wir sie von den Linken kennen. Ich sehe dort keine Drag-Queens in irgendwelchen Volksschulen und ich sehe dort niemanden, der sich irgendwo festpickt und normale Bürger daran hindert, zum Arzt zu kommen oder zu ihrer Beschäftigung. Es sind schon Szenen in diesem Video, die, sage ich einmal, durchaus auf Kritik gestoßen sind. Unter anderem eine Szene, wo auf dem Balkon der Hofburg geschaut wird. Da hat der Kanzler unter anderem gesagt, das erinnert ihn an unheilvolle Zeiten. Der Herr Kanzler, der mit seiner österreichischen Volkspartei 2 Jahre lang die Grund- und Freiheitsrechte in diesem Land mit Füßen getreten hat, derjenige Herr Kanzler, der einen Herrn Karner, seines Zeichens Direktor des Dollfuß-Museums,
ja, zum Innenminister gemacht hat. Derjenige, Herr Nehammer, der den Verfassungsschutz bis in die letzte Bohre schwarz eingefärbt hat, ja, mit einem ehemaligen Zettelverteiler der ÖVP, mit einem Wahlwerber der ÖVP an der Spitze. Also bitte, ja, das ist der allerletzte, der sich in Sachen Rechtsstaatlichkeit und Demokratie auch nur ein Wort erlauben kann. Das ist das eine. Ja. Und zum Zweiten, ich habe dieses Video gesehen und ich habe dort das Reiterstandbild des Prinzen Eugen gesehen. Ja, und es ist gut, dass das dort noch steht. Ja, diesem Prinz Eugen haben wir sehr, sehr viel zu verdanken und auch denjenigen, die diesen Prinz Eugen als Truppenführer zum Einsatz gebracht haben, weil der wiederholte Male die Türken besiegt hat. Und ich bin froh, dass das so ausgegangen ist und nicht umgekehrt. Es geht natürlich nicht nur um die eine Sequenz am Heldenplatz, aber das wissen wir eh alle, ja, aber wenn da das rennen, Video ich, nicht hergezeigt. Wissen Sie, was ich nicht verstehe? Ich verstehe dieses ganze Theater Kegel, nicht, weil, Frau Daniel, aber da gehen jeden Tag, ich weiß nicht, Tausende, Zehntausende Leute vorbei. Wenn Sie in die Nationalbibliothek gehen, Herr dann Kegel, gehen Sie unter diesem Balkon Kegel, durch, der angeblich so belastet ist. Dann müssen Sie eine Initiative starten, dass das abreißen. Herr Kegel, ja. Ich habe gerade gesagt, es geht hier nicht um die Szene vom Heldenplatz. Ja, um was geht es dann? Es geht um ein paar andere Ausschnitte. Wir hatten das Video nicht hergezeigt und das, was Sie vorher angesprochen haben, nämlich meinen Insider, es freut mich, dass ich ihn gelesen habe, aber dann werden Sie ihn aufmerksam gelesen haben mit Schockvideo. FPÖ-Jugend, das ist eine Titelungsfrage, wird Fall für den von Ihnen jetzt gerade gescholtenen, mittlerweile heißt es nicht mehr Verfassungsschutz, sondern Staatsschutz. Ja, ich habe es ja, ich habe es ja mit. Aus diesen aber kritisieren Sie jetzt, dass ich schreibe, dass der Staatsschutz ermittelt oder kritisieren Sie den Staatsschutz? Moment, schauen Sie, ich kritisiere diese ganze Pseudo-Aufregung. Aber ja, welche Aufregung? Bei diesem Video, das ist das, was ich kritisiere. Aber ich bin Ihnen dankbar für diese paar Absätze, die Sie da in großer Aufregung verfasst haben. Also das sind ein paar, das merkt man. Da haben Sie, glaube ich, auch juristisch und juridisch verwechselt. Also ich bin relativ unter Zeitdruck gewesen. Aber ich bin deswegen froh, weil Sie dort drinnen ja beschreiben, wie Österreich funktioniert. Da schreiben Sie ja selber, der Bundeskanzler, also dieser Karl Nehammer, regt sich über das Video auf, was dann dazu führt, dass der Verfassungsschutz, da sind wir dann bei den schwarzen Seilschaften, aktiv wird. Ja, der Verfassungsschutz steht wieder unter Kommando des ÖAAB-Spätzels. Das ist ja eine einzige ÖAAB-Blase. Der Staatsschutz, der steht unter dem Kommando des ÖAAB-Innenministers. Das ist der ÖAAB-Busenfreund vom Nehammer, der Herr Karner. Ja. An der Spitze des Staatsschutzes steht wiederum ein ÖVP-Wahlkampfleiter oder Zettelverteiler. Ja. Und so funktioniert dann dieses System in Österreich. Ja. Der Skandal ist ja nicht das Video, sondern wie dort die Kettenreaktion läuft. Das ist ja der tiefe Staat, das heißt, den wir Sie immer kritisiert haben. Sie sehen überhaupt kein Problem. Entschuldigen Sie, aber wo der Verfassungsschutz politisch instrumentalisiert wird. Hm. Der Verfassungsschutz hat die Verfassung zu schützen, die Grund- und Freiheitsrechte, die Versammlungsfreiheit, die Redefreiheit, die Meinungsfreiheit, die Vereinsfreiheit, alles das. Da habe ich nichts gehört vom Verfassungsschutz in den Zeiten von Corona, da höre ich gar nichts. Ja. Aber der Verfassungsschutz hat nicht diese stümperhafte Regierung zu schützen und hat schon gar nicht die ÖVP zu schützen. Gut, Sie haben jetzt den Verfassungsschutz angesprochen und da ist ja der ehemalige Leiter des Verfassungsschutzes, Peter Gredling, zuletzt auch in einigen Interviews, auch bei uns auf OE24TV, aufgetreten und hat da auch einen massiven Vorwurf gegen Sie, mehrere Vorwürfe gegen Sie, in den Raum gestellt, unter anderem, dass Sie versucht hätten, den Verfassungsschutz in Ihrer Zeit als Innenminister mit diesen Razzien beinhart umzufärben. Wie passt denn das zusammen mit dem Selbstverständnis der FPÖ, dass ja immer genau solche Umfärbeaktionen von SPÖ und ÖVP kritisiert? Der Herr Gredling, ja. Es ist gut, dass wir da ein bisschen ein Format haben, wo man ausholen kann. Der Herr Gredling ist seit dem Jahr 2008 Chef des damaligen BVT gewesen. Ja, ich bin Ende 17, also eigentlich im Jänner 18, Innenminister geworden. Da war der Herr Gredling schon 10 Jahre Chef dieses Verfassungsschutzes. Und in diesen 10 Jahren hat sich in diesem Verfassungsschutz einiges zugetragen. In diesen 10 Jahren ist der Verfassungsschutz zu einer, sage ich mal,
Endlager- und Entsorgungsstelle für Personal, das die ÖVP dorthin verfrachten wollte, geworden. Der Herr Griedling hat sich das alles gefallen lassen. In diesen 10 Jahren hat es Informationsabflüsse offenbar zu anderen Diensten gegeben, alles unter der Verantwortung des Herrn Griedling. In diesen 10 Jahren haben sich auch Dinge abgespielt, mutmaßlich kriminelle Handlungen, die die Staatsanwaltschaft zu Ermittlungen und übrigens auch schon zu Hausdurchsuchungen gebracht hat, alles unter der Verantwortung des Herrn Griedling. Und in diesen 10 Jahren ist im Verfassungsschutz offenbar auch ein Zustand eingerissen, wo mir die Experten, die ich dann geholt habe, um dort einmal hineinzuschauen, um zu sagen, wie sind denn die eigentlich aufgestellt in diesem österreichischen Verfassungsschutz, wo denen Mund und Augen offen geblieben sind, weil sie gesagt haben, das hat mit einem Verfassungsschutz überhaupt nichts zu tun. Da werden die elementarsten Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten, vom Portier begonnen bis hin über die Sicherheitsüberprüfung der dort Handelnden, bis hin zur Frage, wie geht man mit sensiblen Daten um. Das ist der Herr Griedling, und hätte man gewünscht, dass er sich damals, als er Direktor gewesen ist, mit derselben Leidenschaft und Energie um den Verfassungsschutz gekümmert hat, wie er jetzt da an den Tag legt, wenn er seine Interviewserie durchs Land zieht. Das muss man mal dazu sagen. Und dann kommt diese Geschichte mit, weiß ich nicht, mit dem Übergriff da auf den Verfassungsschutz. Ja. Ich bin wirklich erstaunt, aber der Direktor des Verfassungsschutzes müsste eigentlich wissen, ja, dass es im Artikel 94 der Bundesverfassung eine klare Regelung gibt, dass die Staatsanwaltschaft ein Teil der Gerichtsbarkeit ist. Das heißt, alles das, was dort im Zusammenhang mit dieser Hausdurchsuchung stattgefunden hat, ist eine Aktion der Gerichtsbarkeit. Das ist die Gewaltentrennung in Österreich. Und dass das der Verfassungsschutzchef, der ehemalige, nicht weiß, das spricht ja eh schon Bände. Aber Herr Kittel, das weiß er schon, weil er hat ja gemeint, dass die WKStA quasi mit ihrem Kabinett sehr stark kooperiert hat. Das ist ja, und wissen Sie, was das ist, Frau Daniel? Er behauptet, ja, dass Ihr Kabinett massiven Druck auf die Staatsanwaltschaft ausgeübt hat. Ich habe einen wirklich unverdächtigen Entlastungszeugen für mich. Also der Mann ist wirklich kein Freund von mir. Ja, sondern Paul wahrscheinlich einer meiner härtesten Kritiker. Nein, so. Florian Klenk, ich darf Klenk zitieren, nicht? Weil Nehammer hat ja auch schon diesen Angriff auf mich gestartet. Und da sagt dieser Florian Klenk auf Twitter: Nehammer irrt, das ist vom Juli dieses Jahres, die BVD-Affäre ist keine Affäre Kickels. Das war ein Versagen des Gerichts, das einen absurden WKStA-Razzia-Wunsch unkritisch weiterwinkte. Kickel hat die Razzia weder angeordnet noch bewilligt. Das sollte man hier schon einmal festhalten. Ja? Also wenn Sie es mir nicht glauben, vielleicht glauben Sie es dem Florian Klenk. Also heidersches Tafel mit Florian Klenk, damit haben Sie uns jetzt wirklich überrascht, damit hätten wir nicht gerechnet. Nur ganz kurz noch zum Ende dieses Kapitels, weil Sie gesagt haben, Sie haben da Experten in den Verfassungsschutz geholt und die waren völlig entsetzt. Da sagt jetzt halt der Karl Nehammer, der Sie übrigens 2018 tatsächlich verteidigt hatte und damals gesagt hatte, alle Aktionen seien mit der ÖVP abgesprochen, hat gesagt, er sei entsetzt gewesen, als er wiederum ins Innenministerium gekommen sei, damals 2019, und dann einen de facto zerschlagenen Verfassungsschutz geerbt hätte von ihnen. Dann muss er sich bei, ich weiß nicht, wie es dann waren es dann nicht mehr 10 Jahre, sondern 12 Jahre Griedling, und bei, ich weiß nicht wie vielen schwarzen Innenministern bedanken, die das alles ramponiert und ruiniert haben. Der Verfassungsschutz war auf gut Deutsch, ich möchte es einmal so sagen, ein Sauhaufen, und der Herr Griedling wohl weniger ein anerkannter großer Chef eines Nachrichtendienstes als, sagen wir mal so, eine Art Weltreisender und Luxustourist auf Steuerzahlerkosten bei diversen Treffen. Gut, also Sie und der Herr Griedling waren keine Freunde mehr, glaube ich. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann sprechen wir gleich weiter. Herr Kickel, wir haben ja schon teilweise im ersten Teil auch über die Kritik von Kanzler Nehammer gegen Sie geredet, aber die hat in den letzten Wochen massiv zugenommen, und er hat uns in seinem gestrigen Sommergespräch bei uns noch einmal ganz klar gesagt, er sehe sehr Sicherheitsrisiko, wir können nachher auch noch seine Erklärung dafür bringen, aber er hat auch gesagt, dass er zu 100% eine Regierungsbeteiligung mit Ihnen ausschließe. Was sagen Sie dazu? Ja, da kann ich auf etwas verweisen, was in der Zwischenzeit in Österreich jeder weiß. Dass, wenn die ÖVP etwas sagt, dann gilt immer das Gegenteil davon. Nicht? Also wenn ein Bundeskanzler Kurz und die
damaligen ÖVP-Regierungsmitglieder sagen, es wird in Österreich keine Impfpflicht geben, dann gibt es eine Impfpflicht. Wenn ein Karl Nehammer, eine Caroline Edtstadler, ein Außenminister Schallenberg sagen, wenn Sebastian Kurz als Bundeskanzler zurücktritt, dann sind sie auch nicht mehr in der Regierung. Jetzt sitzen sie immer noch dort. Und ich glaube, dass die Zuseher zu Hause viele solche Beispiele selber kennen, ich muss die gar nicht alle aufzählen, wo immer das Gegenteil von dem gilt, was die Österreichische Volkspartei sagt. Und das heißt jetzt für diesen konkreten Fall, dass ich kein Sicherheitsrisiko bin, sondern dass ich ein Sicherheitsgarant bin. Und so ist es auch. Ich bin ein Garant für die Sicherheit im Inneren, ich bin ein Garant für die Sicherheit im Asylbereich und auch ein Garant für die soziale Sicherheit. All das ist die Österreichische Volkspartei nicht. Und ich glaube, so sehen das auch die Menschen draußen im Land. Aber jetzt ist es so, jede Partei schließt eine Zusammenarbeit mit Ihnen aus. Gibt Ihnen das gar nicht zu denken? Mit wem wollen Sie denn bitte regieren? Da habe ich vor einigen Wochen ein interessantes Interview gelesen im Standard. Das war ganz interessant mit einem, glaube ich, ehemaligen oder immer noch Mitherausgeber der Financial Times, der als einflussreicher Denker gilt. Und der hat sich dort mit dem Phänomen des Abgleitens von Demokratien ins Totalitäre beschäftigt. Und er hat dazu einige Kriterien aufgestellt. Und das finde ich ganz interessant. Er hat nämlich gesagt, ein solches Kriterium für das Abgleiten von der Demokratie ins Totalitäre ist das Nicht-zur-Kenntnis-Nehmen von Wahlergebnissen. Right? Er hat damit gemeint, dass er Donald Trump trifft, aber ich habe sofort ein Déjà-vu gehabt und denke mir, ja, Moment einmal, das ist doch das, was die anderen Parteien alle ankündigen. Also wurscht, wenn die Freiheitliche Partei auch stärkste werden würde nach einer nächsten Wahl, das nehmen wir nicht zur Kenntnis, das ist uns egal, nicht? Er hat auch gesagt, ein weiteres Kriterium ist dasjenige, dass man sich nicht in die Rolle als Verlierer einfügt. Ja? Das erinnert mich auch wieder an das, was ich von allen anderen Parteien höre. Also das zeigt, wer hier in diesem Land eigentlich diejenigen sind, die totalitäre Ansätze entwickeln und wer die eigentlichen Demokraten sind. Da bin ich demokratischer als alle selbsternannten Demokraten. Da bin ich im Übrigen auch viel, viel toleranter als alle selbsternannten Toleranten. Grundsätzlich würde das eigentlich nur gelten, wenn Sie die absolute Mehrheit haben und die anderen versuchen, sie wirklich zu verhindern, weil an sich ist in unserem System, und Sie wissen, es wurde schon die Nummer 3 damals mit Hilfe der FPÖ zum Kanzler, das ist noch kein Zeichen. Erstens einmal möchte ich eines dazu sagen, mir geht es überhaupt nicht um die Position des Kanzlers. Das ist für mich nicht der Zweck, sondern das ist ein Mittel, ja. Es geht für mich darum, eine Weichenstellung in diesem Land herbeizuführen und dafür zu werben, dass es eine Hinwendung der Politik, eine Rückkoppelung der Politik an den Souverän gibt. Ja, das ist etwas, was offenbar im Denken der anderen Parteien nicht mehr vorhanden ist. Das ist ganz, ganz seltsam, was da passiert. Das war auch der Grund, warum ich den Begriff des Volkskanzlers in die politische Diskussion gebracht habe, weil eben diese Bindung zum Volk der entscheidende Punkt für einen Kanzler sein soll. Und deswegen habe ich dem Wort Kanzler das Wort Volk vorangestellt. Das ist so ähnlich wie beim Vater, der Familienvater. Das zeigt dann noch einmal auch diese stärkere Bindung. Und das ist es, worum es mir geht und dafür werbe ich bei den Menschen. Von den Umfragen haben wir nichts, sondern es geht darum, den Menschen zu erklären, dass wir für diese Weichenstellung stehen. So, und mit diesem Angebot gehen, das ist sozusagen, das ist das Fundament aller unserer politischen Aktivitäten und Vorschläge. Und mit dem Angebot gehen wir in die Wahl. Und ich habe das Ziel, dass wir aus dieser Wahl so stark hervorgehen, dass wir erstens einmal die stärkste Partei sind und dass es zweitens keine Zweierkoalition gibt, die ohne uns möglich ist. So, und wenn wir das erreichen, ja, ganz ehrlich gesagt, glauben Sie wirklich, dass dann von Karl Nehammer oder vom Andreas Babler noch irgendetwas übrig bleibt? Dann werden dort ganz andere Mechanismen in Bewegung kommen und dann ist das alles Schall und Rauch und Makulatur, was die Herrschaften jetzt von sich geben. Gut, wir sind alle keine Hellseher, wir wissen nicht, wie die Wahl. Ja, das sage ich auch, aber ich sage Ihnen, was das Ziel ist. Wahl ausgeht, verstehe ich, aber trotzdem, ich würde gerne noch einmal quasi die Frage vom Niki vielleicht eine Spur anders formulieren. Haben Sie sich je gefragt, warum offenbar Ihr Selbstbild mit der Fremdwahrnehmung so auseinanderklafft? Sie sehen sich ja selbst, glaube ich, als sanftmütig und als staatsmännisch sehr wohl fähig und alle anderen scheinen Sie als radikal wahrzunehmen.
und sagen, sie befürchten, dass sie quasi die Republik in Richtung illiberale Demokratie lenken könnten. Warum ist das der Fall? Ich glaub, dass alle anderen Parteien ein großes Problem mit dem haben, was ich vorher skizziert habe. Mit dieser Rückkoppelung an die eigene Bevölkerung, an den Souverän. Das ist das, was Schritt für Schritt verloren gegangen ist und in immer neuen Dimensionen verloren geht. Ja? Das ist das, was wir erleben, wenn wir uns jetzt sozusagen über die Europäische Union an die NATO anbinden und uns völlig vom Souverän entkoppeln. Das ist das, was passieren wird, wenn jetzt dieser Pandemievertrag als nächster Anschlag auf die österreichische Selbstbestimmung erfolgen wird. Alle anderen Parteien sind wieder dabei, der Souverän wird nicht gefragt. Und ich will das umdrehen und das ist den anderen Parteien natürlich unangenehm. Das wollen sie nicht. Sie fühlen sich in diesen Kreisen viel, viel wohler als bei der eigenen Bevölkerung. Ist ja auch der Grund, warum niemand von denen mehr hinausgeht und eine Veranstaltung auf einem Marktplatz macht, mit einer Bühne, nicht vor ausgewähltem eigenen Publikum, sondern wirklich hinausgeht und den Kontakt mit den Leuten sucht. Und das ist ihnen unheimlich, dass es da einen gibt, der keine Scheu hat vor der Bevölkerung. Und ich habe keine Scheu vor der Bevölkerung, weil ich weiß, dass die Politik diesen Menschen zu dienen hat und dass er nicht der Schulmeister zu sein hat und die Leute zu belehren hat. Und das ist mein Ansatz. So, und damit können die nicht umgehen. Und wenn man damit nicht umgehen kann, was macht man? Ja, dann verteufelt man denjenigen, den man da irgendwie nicht unter Kontrolle bekommt. Aber glauben Sie mir eines, fahren Sie mal mit, das Angebot steht, wenn wir da draußen sind, dann werden Sie sehen, wie viel Zuspruch wir für genau diese Hinwendung zur Bevölkerung bekommen. Und das ist das, was mich motiviert. Das ist für mich der Ritterschlag, wenn die Leute draußen sagen, bleiben Sie so, wie Sie sind, lassen Sie sich ja nicht verbiegen, das ist mir mehr wert als jedes Lob, will Ihnen nicht so nahe treten, von Ihnen kommt eh selten genug vor oder von anderen Journalisten, das ist mir egal und da brauche ich auch nicht die Schulterklopfer von Seiten der anderen Parteien, dass die so argumentieren, ja, denen ist es wichtig, dass man sich untereinander nicht wehtut, dass man sich miteinander verhabert, das ist diese Bussi-Bussi-Gesellschaft, immer die gleichen bei den VIP-Empfängen, jeder kennt jeden, jeder ist mit jedem gut, auch nach der Politik, da will man seine Geschäfte machen und. Das alles interessiert mich nicht und das ist Ihnen unheimlich, damit finden Sie keinen Umgang. Herr Kickl, es sind ja nicht nur die anderen Parteien, die nicht mit Ihnen zusammenarbeiten wollen, es ist auch der Bundespräsident, der mehr als deutlich gemacht hat, in mehreren Interviews mittlerweile, dass er Sie nicht als Kanzler haben will. Ja, aber er hat keine Erklärung dafür. Aber kommt Ihnen das nicht stutzig vor? Aber Herr Kickl, wie wollen Sie denn dann überhaupt Kanzler werden? Wie wollen Sie das umgehen? Erstens einmal, muss ja angelogen. Ich will nicht immer meine Zeit mit irgendwelchen demokratiepolitisch fragwürdigen Aussagen des Bundespräsidenten verplempern. Ich wollte den Bundespräsidenten Bernds nicht Volkskanzler. Aber ich habe ja zuletzt auch wieder im ORF Kritik geübt am Bundespräsidenten und ich habe keine Reaktion aus der Hofburg gehört. Keine Reaktion. Und Sie kennen ja den Spruch, wer schweigt, stimmt zu. Ich interpretiere das als Zustimmung zu meinen Ausführungen von Seiten des Bundespräsidenten, dieses Schweigen. Vielleicht war er gerade auf Urlaub. Herr Kickl, würden Sie die Verfassung ändern wollen, damit eben diese letzte Entscheidung nicht beim Bundespräsidenten liegt? Wäre ja auch eine Möglichkeit. Man müsste ja mal, oder Sie müssten das einmal machen, aber ich glaube, er kommt ja zu Ihnen auch nicht ins Studio, hat das ja nicht notwendig, nicht? Sich den Medien zu stellen, das hat er ja auch bei seiner Wiederkandidatur so gehalten. Doch, er war bei uns im Studio. In majestätischer Selbstherrlichkeit. Aber man müsste den Bundespräsidenten einfach einmal fragen, ja, Sie sagen, dass Sie diesen Herrn nicht angeloben wollen, aber was sind denn die Gründe dafür? Und das Interessante ist, dass ich noch keinen Grund gehört habe. Ich habe ihn ja selber in einem Gespräch gefragt, Herr Bundespräsident, was haben Sie denn für Schwierigkeiten mit mir? Habe ich Ihnen zu wenig Ermittlungsverfahren am Hals, nämlich gar keines? Ist das vielleicht der Grund? Ja? Und er hat keine entsprechende Antwort gegeben und hat dann nach 10 Minuten im Gespräch noch einmal die Kurve gekratzt und hat zu mir gesagt, was ihn an mir stört, ist, dass wenn wir miteinander diskutieren, er dann oft den Eindruck hat, dass am Ende des Gesprächs er mir öfters recht gibt, als ich ihm. Naja, das könnte auch ein Argument für die Überzeugungskraft meiner Argumentation sein. Aber Herr Kickl, es ist schon so, dass viele andere Politiker sagen, inklusive des Bundespräsidenten, dass sie fürchten, dass Ihre Politik eine Politik in Richtung illiberale Demokratie ist. Ja, noch einmal, das würde mich jetzt auch... Schauen Sie, sagen Sie mir ein einziges Zitat
sagen Sie mir ein einziges Zitat, wo ich mich für eine illiberale Demokratie ausgesprochen habe. Das ist ja geradezu absurd. Die Freiheitliche Partei war Seite an Seite mit Hunderttausenden Menschen, mit Millionen Menschen, die im Herzen mit dabei gewesen sind, in einer Widerstandsbewegung gegen den größten totalitären Angriff, den dieses Land seit vielen Jahrzehnten erlebt hat. Wir waren die Verteidiger der Freiheit und der Grundrechte, so wie es die Gründerväter eigentlich dieser freiheitlichen Bewegung 1848 gemacht haben. Das war nichts anderes als eine in die Jetztzeit versetzte Freiheitsrevolution, die wir hier versucht haben mit anzuführen. Ja? Wie man da auf die Idee kommen kann, dass wir diejenigen sind, die die liberale Demokratie gefährden, also da muss man schon einen Kopfstand machen, um die Dinge so zu verbiegen. Also diejenigen, die diese totalitären Entwicklungen mitgemacht haben, die aus einer Demokratie eine Verordnungsdiktatur gemacht haben. Da ist halt ja, der Herr Nehammer hat gestern gesagt, nicht, sie wollen böse sein, sehr aber das ist ja, verrückt. Das ist wirklich verrückt. Aber Giegel, was da immer Moment wieder... Moment einmal. Menschenleben riskiert. Ich habe mir einiges anhören können, als ich dafür eingetreten bin, den schwedischen Weg zu wählen. Man hat gesagt, ich habe Blut an den Händen und ich werde die alten Leute alle sterben lassen. Und niemand von den Medien, auch Sie nicht, ja, die das damals so vehement kritisiert haben, ja, hat dann groß darüber berichtet, dass die Schweden viel besser ausgestiegen sind. Ja. Und, das, genau, und dann frage ich mich, wer hat jetzt Menschenleben riskiert? Und ich bringe Schweden auch deshalb, weil ich immer wieder im Zusammenhang mit Viktor Orban wird mir das vorgeworfen, mit dieser illiberalen Demokratie. Es gibt bestimmte Dinge an der Politik von Viktor Orban, die finde ich gut. Aber das heißt nicht, dass ich alles gut finde. Genauso, deswegen Schweden, ja. Dort habe ich die Corona-Politik für vorbildhaft empfunden, weil sie den Menschen die Freiheit gelassen hat und nicht die Freiheit gegen die Gesundheit ausgespielt hat. Aber das heißt noch lange nicht, dass alles, was die Schweden damals gemacht haben, in anderen politischen Bereichen Viktor Orban ist vielleicht ein gutes Stichwort, weil viele auch sagen, sie haben ein ähnliches Verständnis zu Medien wie Viktor Orban. Sie setzen sich gerne in FPÖ-TV, geben ihren eigenen Partei Medieninterviews, anderen Medien, heute bei uns im Sommergespräch und im ORF beim Sommergespräch, aber tendenziell eher selten. Werden Sie Ihre Strategie da jetzt ändern im nächsten Jahr Richtung Wahlkampf oder warum haben Sie diese Grundskepsis gegenüber Medien? Was ist da passiert? Schauen Sie, ich gehöre einfach nicht zu denjenigen, die glauben, dass es notwendig ist, die eigene Bevölkerung und den Medienkonsumenten mit Auftritten zu spammen. Ja, das überlasse ich anderen, die offenbar nicht schlafen können, wenn sie nicht alle zwei Tage irgendwo in einem Fernsehstudio sitzen. Ich denke, dass es manchmal viel, viel besser ist, sich ein wenig zurückzunehmen, sich ein wenig die Zeit auch zu nehmen, über die Dinge grundsätzlich nachzudenken und sie nicht einfach mitreißen zu lassen von einem solchen medialen Trubel, wo die Medien glauben, sie können die Schlagzahl vorgeben und der Politiker hat dann immer zu springen und ist nur mehr im Reaktionsmodus. Das gefällt mir nicht. Da gebe ich dann selber meinen Takt vor. Aber zwischen jederzeit springen, wenn die Medien einen rufen und quasi eher nur mit den eigenen Medien reden, gibt es, glaube ich, schon noch ein paar Unterschiede. Viele haben den Eindruck, sie haben ein bisschen eine Medienpolitik à la Donald Trump. Nehmen wir jetzt nicht Orban, sondern Trump. Hat das was für sich? Schauen Sie, ich bin viel zu wenig Experte, was die Medienpolitik des Donald Trump betrifft. Das bilde ich mir überhaupt nicht ein, das irgendwie auch analysieren zu können. Das ist was völlig anderes dort in Amerika. Dort laufen auch Wahlkämpfe und politische Kampagnen völlig anders. Ich glaube, das macht keinen Sinn, hier irgendwo einen Vergleich mit Österreich zu ziehen. Ich habe Ihnen meine Motivation gesagt. Ich halte es für keine positive Entwicklung in der Politik, dass sich Leute da, weiß ich nicht, im 48-Stunden-Takt in alle Medien setzen und dort Gott und die Welt erklären und am Freitag nicht mehr wissen, was sie am Montag gesagt haben. Da ist es mir wichtiger, ein wenig zu entschleunigen, den Dingen ein bisschen auf den Grund zu gehen, den Versuch zu unternehmen, Zusammenhänge herzustellen, die Dinge im Größeren zu bewerten und dann, wenn es was zu sagen gibt, in die Medien zu gehen. Und ich tue das ja auch jetzt und ich tue das auch bei den Sommergesprächen. Und bei Ihnen herrscht ja ohnehin kein Mangel an qualifizierten Leuten, die in Ihrem Studio ein- und ausgehen. Aber beim Donald Trump bleiben, ist der eigentlich ein politisches Vorbild für Sie?
Nein, das Donald Trump ist Donald Trump und der passt nach Amerika und das passt hier überhaupt gar nicht. Das ist ja, aber nicht der österreichische Trump. Da brauche ich gar nicht nach Amerika schauen, da reicht mir ein Jörg Haider. Das ist Vorbild genug, das finde ich sehr, sehr interessant. Und ich habe gerade heute wieder nachgedacht, weil wir im Herbst etwas planen, nämlich eine Wiederauflage der Bärenthaler Umweltgespräche. Und es ist deswegen so interessant, weil ich damals vor vielen, vielen Jahren, als ich in die Freiheitliche Partei gekommen bin, mit der Organisation dieser Umweltgespräche betraut gewesen bin. Das war in den 90er Jahren. Und das hat die Freiheitliche Partei als einzige Partei gemacht, dass wir uns damals schon mit diesem Themenbereich Umwelt und Naturschutz auch unter der Komponente Heimatschutz auseinandergesetzt haben. Und das zeigt, wie fortschrittlich wir sind. Und wir sind dort nicht zusammengesessen und haben über Ausländer diskutiert, wie man das dann immer behauptet, sondern wir haben über Naturschutz diskutiert, wo die anderen noch nicht einmal gewusst haben, was Naturschutz ist. Aber das heißt, der Jörg Haider ist Ihr politisches Vorbild? Ja, aber das heißt auch nicht, dass man das sozusagen jetzt undifferenziert nachzumachen versucht. Aber eines habe ich von Jörg Haider gelernt. Wenn man in der Politik, oder man ist in der Politik nur erfolgreich, wenn man die Leute gern hat. Das ist der Punkt. Man muss die Leute mögen und nicht, man muss die Leute belehren wollen oder man muss sich für gescheiter halten, als die Bevölkerung es ist. Und das ist, glaube ich, ein Kardinalfehler der Politik gegenwärtig, dass die daherkommen, wie wenn sie im Besitz einer höheren Wahrheit wären. Das macht man sich dann untereinander aus, ja? Und dann erklärt man den Leuten, dass man besser weiß, was gut für sie ist, als sie selber. Das ist vielleicht interessant, aber das ist nicht Demokratie. Das ist nicht Demokratie. Und deswegen habe ich vorher gesagt, da bin ich wahrscheinlich der einzige Demokrat unter den Leuten, die da alle in Wahrheit immer mehr totalitäre Anflüge haben und sich an Institutionen koppeln und Entscheidungen von dort übernehmen und damit die österreichische Souveränität untergraben, die allesamt nicht demokratisch legitimiert sind. Da läuft etwas schief, da muss man aufpassen. Apropos Ärgern, ich glaube, einer Ihrer Lieblingsgegner ist ja auch der ORF. Da kommt nächstes Jahr diese ORF-Haushaltsabgabe. Wie wollen Sie die noch kippen? Sehen Sie da eine Möglichkeit? Ich habe ja damals auch im Parlament gesprochen, als die anderen Parteien das wieder in ihrem trauten Zusammenschluss als Einheitspartei quasi da auch durchgepeitscht haben und dem ORF hier ein zusätzliches Einkommen als Prämie fürs wirtschaftliche Versagen zugeschanzt haben. Und ich war froh darüber, dass die ganze Führungsriege des ORF dort oben am Balkon gesessen ist, weil ich habe schon gesagt, sie sollen das gleich nicht länger einplanen dann für die künftige Periode, weil wenn es einen freiheitlichen Bundeskanzler gibt, dann schaffen wir das wieder ab. Ja? Komplett. Ja, dann wird das. Dann wird es keine ORF-Gebühren geben. Dann will ich das umsetzen, was wir eigentlich schon vorgehabt haben. Dann soll es eine Finanzierung aus dem Budget geben, so wie das in anderen Ländern auch der Fall ist, aber natürlich in einer heruntergebrochenen Dimension. Also auch weniger Sender. Ja, naja, weil der ORF ja das, was er macht, sage ich einmal, das hat ja nur mehr am Rande mit dem zu tun, was ein öffentlich-rechtlicher Auftrag ist. Und selbst dort, wo er sagt, er erfüllt ihn, ist man Lichtjahre davon entfernt. Ich glaube, wir kommen schon zum Abschluss. Es ist sehr ausgiebig, das Gespräch, zum Glück. Sie haben im ORF-Sommergespräch gesagt, dass Sie sich vorstellen könnten, wenn Sie einmal nicht mehr Politiker sind, dass Sie vielleicht in den Journalismus wechseln. Wenn Sie jetzt hier Journalist wären, welche Frage würden Sie den Herbert Kickl stellen? Also das ist jetzt eine schwierige Aufgabe, das kann ich auch nicht, weil ich keine gespaltene Persönlichkeit bin. Nicht? Also da müsste ich ja sozusagen ein Doppelwesen sein, das bin ich nicht. Nein, darüber zerbreche ich mir dann den Kopf, wenn es soweit ist, aber da würde ich auch nicht mich selbst interviewen. Nicht? Das Selbstgespräche, weiß ich nicht. Ja. Man könnte sich ja überlegen, was würde ich mir als Frage stellen? Sie interessieren sich ja für Philosophie, das wäre eine klassische Auseinandersetzung mit sich selber. Ja, also ich glaube, wenn man sich zurzeit mit Philosophie oder mit philosophischen Denkern auseinandersetzt, dann halte ich es für das Spannende, sich mit Karl Marx ein wenig auseinanderzusetzen, weil der erlebt ja jetzt ein Revival in der SPÖ und ich halte das ehrlich gesagt für
für wirklich brandgefährlich, diese Art und Weise, wie man hier Verharmlosung betreibt. Nicht? Weil da regt man sich über ein Video der freiheitlichen Jugend auf und die Jugend hat halt ihren eigenen Zugang zu den Dingen, ja, und es wird dann verteufelt und da wird alles Mögliche hineingeheimnisst. Aber wenn ein 50 Jahre alter Mann, ja, der jetzt der Vorsitzende der Sozialdemokratie geworden ist, sagt, dass Karl Marx oder dass er dem Marxismus anhängt, ja, und man schaut ein bisschen hinein, allein in das Manifest der Kommunistischen Partei, ist ja kein so dickes Buch von Marx und Engels, dann werden Sie da drinnen finden, dass es eine Gebrauchsanweisung ist für einen gewaltsamen Umsturz der Gesellschaftsordnung. Und das kann man dann einfach so sagen, nicht? Dass ich Marx, das gefällt mir, ja. Und Marx sagt selber, das, was wir hier machen, ist de facto eine Gebrauchsanweisung zu einem gewaltsamen Umsturz der Gesellschaftsordnung. Und jetzt kann man sagen, das ist weit hergeholt, aber das ist es nicht. Weil ich habe das Büchel mit, gibt es in Reklam, da muss man gar nicht viel Geld ausgeben. Aber das ist total interessant, weil Sie dort die Dinge nachlesen können, die in der Zwischenzeit die Programmatik der SPÖ geworden sind. Das finden Sie da drinnen. Zum Beispiel ein ganz wesentlicher Punkt, wie machen wir die Revolution? Als erster Punkt, Beschränkung des Privateigentums durch Progressivsteuern, starke Erbschaftssteuern, Abschaffung der Erbschaft und so weiter und so weiter. Ja? Das heißt, der Kampf gegen das Eigentum. Ja, und Eigentum hat immer mit Freiheit zu tun. Ja, das ist das, was jetzt da schon drinnen steht und was jetzt ein Revival... Das ist jetzt ein Leseaufruf und, des und Manifest der Kommunistischen Partei. Man sollte das lesen, damit man weiß, wes Geistes Kind dieser Herr Babler ist. Das ist nämlich genau das, was jetzt in diesen Enteignungs- und Besteuerungsfantasien zum Ausdruck kommt. Und da habe ich einen ganz anderen Ansatz. Für mich ist Eigentum ein Ausdruck von Freiheit. Ja, Eigentum ist das, was ich mir mit meiner Leistung erwerbe und was mir Unabhängigkeit gibt vom Staat. Wenn ich Eigentum habe, kann ich in meiner Familie für mich selber darüber disponieren und bin nicht abhängig. Das, was die da drinnen wollen, das sind Menschen, die abhängig sind von einem System. Ja, das ist der Kommunismus, der jetzt da daherkommt, in Gestalt des Herrn Babler. Da sollte man sich aufregen. Und wenn einem der Herr Marx nicht reicht, dann soll man einfach nur nachschauen, wenn der Herr Babler aktuell als sein Vorbild bezeichnet hat, und da landet man dann bei einer demokratischen Politikerin in den USA, die Dame heißt Cortez, vom ganz linken Flügel. Das ist eine Antisemitin aus dem Bilderbuch. Das ist eine, die Israel de facto die Existenzberechtigung abspricht. Ja. Das ist eine Dame, die keine Berührungsängste zum Graubereich des Terrorismus hat. Und das lässt man alles durchgehen. Von den Büsten rede ich gar nicht, die der zu Hause stehen hat. Und wenn der Herr Babler nicht genügt, bitte, dann nehmen wir die Frau Herr. Die Frau Herr hat als politisches Vorbild vor gar nicht allzu langer Zeit den ich weiß nicht, bolivianischen, glaube ich, war das dort, diesen Hugo Chavez genannt. Ja, das ist der nächste Venezuela. Venezuela, ja. Ja, der nächste. Also, und über die freiheitliche Jugend regt man sich auf und das sind die maßgeblichen Repräsentanten einer staatstragenden Partei. Also aber Sie fürchten sich jetzt vor Babler und der SPÖ? Ich halte das wirklich für interessant, wie jetzt diese linke Blase da ihren neuen politischen, das ist ein bisschen der Bussi-Bär der linken Blase, wie man das verharmlost und wie man ein harmloses Video kriminalisiert. Da merkt man ja, dass das nicht zusammenstimmt. Ja, das ist die wirkliche Gefahr, diese Enteignungsfantasien und so weiter. Ich meine, das machen sie nur, solange sie in der Politik sind, danach landen sie dann eh alle beim Klassenfeind, die Sozialisten, ja, und verdienen dickes Geld bei internationalen Konzernen oder sitzen bei OE24 als Luxuspensionisten, ne? So wie der Herr Chapp. Gott, der Herr Chapp wird das gleich analysieren. Schauen wir mal, wie sich das in seiner Analyse auswirkt. Es wäre interessant, ob er es dementiert. Ja. Ganz zum Schluss noch, sollten Sie Kanzler werden, wo würde eigentlich Ihr erster Staatsbesuch hinführen? Meine Güte, ich will über das gar nicht spekulieren, weil das eben so vermessen ist. Ich will hier die Rechnung nicht ohne den Wirt machen. Ich freue mich über eine gute Umfragesituation, die wir haben. Ich kann nur der Bevölkerung diese eine Versicherung von meiner Seite her geben. Noch einmal, mir geht es nicht um dieses Amt, sondern mir geht es darum, für die normalen Leute in diesem Land, ja, für diese schweigende Mehrheit, ja, die da immer unter die Räder kommt und die alles schlucken soll, für die Mitte der Gesellschaft, für die jetzt ein Sprachrohr und dann ein Werkzeug zu sein. Das ist meine Interpretation von Politik. Ja. Um das geht's und alles andere ist unbedeutender
unbedeutender Rand und eine unbedeutende Nebenerscheinung. Deswegen bin ich im Übrigen auch froh, dass wir jetzt einmal in dem Land diese Debatte über Normalität führen. Hat uns ja die ÖVP auch nachgemacht. Und ich halte es für sehr, sehr spannend und ich finde es insbesondere spannend, wie sehr die Linken eine Angst davor haben, vor diesem Begriff der Normalität. Das ist ein gefährlicher Kampfbegriff, habe ich irgendwo gelesen. Ich muss den Menschen nur sagen, wenn es keine Normalität mehr gibt, dann ist auch nichts mehr abnormal. Ja? Dann ist auch das, was man auf dem, weiß ich nicht, auf dem Handy und am Laptop vom Herrn Teichtmeister gefunden hat, dann ist das auch nicht mehr abnormal. Dann ist das alles in Ordnung. Sehen Sie? Und da glaube ich, da spreche ich für die schweigende. Mehrheit in diesem Land, die hält das nicht für normal und diese Einschätzung, die lassen wir uns auch nicht nehmen. Herr Kickl, eine abschließende Frage habe ich schon noch, vielleicht auch mit einem gewissen Augenzwinkern. Es wurde viel gesprochen in den letzten Wochen über Ihren Kuss mit Eva Klawischnik. Sie selber hat das geoutet. Haben Sie positive Erinnerungen an diesen Kuss? Ich glaube, da ist die österreichische Medienlandschaft einer ganz, ganz großen Sache auf der Spur. Sie wollen das nicht weiter kommentieren. Nein, schauen Sie, ich habe da nie darüber gesprochen, obwohl das ja hin und wieder mal auch ein Thema war, einfach deswegen, weil ich nicht in die Persönlichkeitsrechte und in die Privatsphäre von jemandem anderen eingreifen wollte. Ich kann mich durchaus noch daran erinnern, an diese Partys bei den Klawischniks war es immer lustig und das war tatsächlich so ein Flaschendrehen und dort, glaube ich, war es dann wirklich so, dass jeder Bursch auch jedes Mädchen geküsst hat, aber immer nur der Bursch das Mädchen und umgekehrt. Also wir haben mit zwei Geschlechtern noch das Auslangen gehabt, das war ganz normal und diese Geschlechter haben sich auch jeweils wechselseitig füreinander interessiert. Das ist auch etwas, was ich als normal bezeichne. Herr Klubobmann, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.